Beim Wiedersehen von Bauer sucht Frau International gab es gute und schlechte Neuigkeiten. Also ich habe ja schon so Kinder gehört, Hochzeit. Also ich freue mich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, diese guten Nachrichten möchte ich jetzt sofort ein Stück Möhrenkuchen essen. Ja, gerne. Ich freue mich, dass ich Susanne kennengelernt habe. Aber Susanne und ich bin nicht zusammen. Wir sind kein Paar. Ne? Der Abstand, Susanne, dieses 3000 oder 4000 Kilometer, wie viel, aber spielt doch eine Rolle. Und außerdem wurde es auch wieder ein bisschen merkwürdig. Ich wollte dich fragen, ob ich dich beschneiden darf. Ja, hast du schon alles bereit? Ja. Ich kann nicht Nein sagen. Nee, weil ich finde, du siehst ein bisschen unmöglich aus. Ach so. So ein bisschen haarig. All das und noch einiges mehr gab es im großen Staffelfinale von Bauer sucht Frau International 2023. Dem Format, das mir echt ziemlich ans Herz gewachsen ist und das ich deswegen natürlich wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Hallo, ich bin Alex und wie immer gilt, die ganzen Folgen gibt's auf RTL Plus. Das ist immer einer der ersten Links in meiner Videobeschreibung. Und dann begann das Staffelfinale interessanterweise nicht gleich mit dem Wiedersehen, sondern es wurde auch noch der ein oder andere Bauer zu Ende begleitet. So zum Beispiel Werner, der wollte heute mit seiner Leonie etwas ganz besonders Süßes machen. Ich war gelernter Koch, weil ich schon immer interessiert war in die Produktion von den Zutaten und von Essen. Ja, die Bohnen habe ich frisch geröstet. Willst du mal schmecken? Kannst du gut essen? Jo. Und ich würde gerne die Möglichkeit haben, alles, was wir auf dem Tisch tun, selbst zu produzieren, auch Schokolade, die ich dann verkaufen kann. Also Schokolade selbst machen, an sich eine coole Idee. Nur das mit dem Selbstversorgen finde ich immer noch ein bisschen merkwürdig, weil die haben ja nur ein Tier. Und bauen auch kein Getreide an und machen sonst, glaube ich, eigentlich auch nicht selbst. Aber irgendwann, so in 2 bis 7 Generationen, wird das bestimmt was. Hauptsache, Leonie findet jetzt aber erstmal Gefallen am Schokolade machen. Nur irgendwie hat Werner da direkt einen Fehlgriff begangen. Was ist denn deine Lieblingsschokolade? Magst du eher dunkel oder ja Milchschokolade, was Süßes? Also ich liebe süß und mit Nüssen. Ah, okay, ja. Die Schokolade wird eine dunkle Schokolade werden. Hätte ich vorher gewusst, dass Leonie eher süße Schokolade mag, hätte ich auf jeden Fall eine Milchschokolade gemacht, statt der 70%. Naja, Werner, ich weiß jetzt nicht, ob du das wusstest, aber die mit 70% nennt man ja auch gerne Herrenschokolade. Und das tut man wieder erwarten, nicht weil junge Frauen so sehr drauf stehen. Aber ist ja an sich auch gar nicht so schlimm. Trotzdem macht das Schokolademachen Spaß. Und man merkt auch, dass Werner ein Fan von, sagen wir mal, Interteams-Lösungen ist. Denn als es darum geht, jetzt die Schale von den anderen Sachen zu trennen, hat er einen interessanten Einfall. Das ist ganz einfach. Arbeitet einfach mit Wind. Mhm. Also du hältst es nur davor, möglichst nah dran. Und dann lässt es einfach nur, dann kannst du so ein bisschen schütteln. Und dann lässt es fallen. Und du stehst jetzt... Aber das meiste von den Schalen landen ab von dem Blech, genau. Gut, ich weiß jetzt zwar nicht, ob das deutschen Hygienestandards genügt, aber ich glaube tatsächlich, in dem Falle ist das völlig okay und wir hoffen mal, dass die Schokolade am Ende gut schmeckt. Erstmal gab es aber sowieso noch einen ganz anderen Programmpunkt, denn diese riesengroße Farm mit den Millionen von Tieren, die soll tatsächlich noch größer werden und dafür soll jetzt was gebaut werden. Haus bauen. Beinahe, aber nur für, nicht für Menschen, für ein kleines Schweinchen, das wir bald bekommen. Du kannst mir ruhig helfen, um es ein bisschen höher zu bauen, sodass das Schweinchen auch nicht ausbrechen kann. Okay, alles klar. Ja. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich es ein bisschen traurig finde. Also ihr könnt mich da gerne korrigieren, wenn ihr es besser wisst. Aber Kühe sind ja schon sehr soziale Tiere, Schweine doch auch. Also jetzt nur ein einzelnes Ferkel zu halten und dann in so einem kleinen Verschlaghaus, was auch immer, obwohl diese Farm ja wirklich riesengroß ist und man ganz viel Platz hat, das fand ich nicht so toll. Aber immerhin haben Werner und Leonie dann relativ schön zusammengearbeitet. Mit Löchern kennt sie sich aus. Und irgendwie sind meine Sätze in diesem Format immer doppeldeutig, auch wenn ich das gar nicht will. Gut, dass du das gemacht. Ich finde es echt toll, dass Leonie sofort mitmacht. Und sie scheint auch eine gute Fähigkeit zu haben in praktischen Sachen. Leonie würde mir einen großen Freuden machen können, indem sie auf der Farm mitwirkt und wirklich den Traum sieht, den ich auch habe. Ja, okay, Werner, aber nochmal, auch wenn ich immer das Gefühl habe, dass das hier keiner versteht, das ist ja nicht Bauer sucht billige Hilfsarbeitskraft, sondern streng genommen Bauer sucht Frau. Das hat ja auch was mit Liebe zu tun. Wie sieht's denn da so langsam in deinem Herzen aus? Leonie scheint mir sehr sympathisch und ich genieße die Gesellschaft mit ihr. Aber es ist mir sehr wichtig, dass meine Zukünftige auch meinen christlichen Glauben teilt. Weil ich glaube an der Heirat als ein lebenslanger Versprechen, so wie es in der Bibel steht. Also würde es mir wichtig sein, dass meine Frau die
dann zu mir tretet, ihn heiratet, das Gleiche glaubt. Okay, und finde ich natürlich völlig okay. Letztlich hat das ja einfach was mit grundsätzlichen Überzeugungen zu tun und natürlich macht es dann Sinn, das ein bisschen abzuchecken. Und ich bin ehrlich, ich war jetzt ein bisschen gespannt darauf, was Leonie antwortet, denn die ist wohl irgendwie Pastorentochter. Aber das muss ja nicht automatisch heißen, dass sie jetzt so viel mit der christlichen Kirche anfangen kann. Ich brauche aber die Institution Kirche an sich nicht, um gläubig zu sein, weißt du? Ja, damit stimme ich ein. Da mir das Thema Religion auch sehr wichtig ist, finde ich es gut, dass Werner das auch anspricht. Also ich habe auf jeden Fall meinen Glauben gefunden und mir ist es wichtig, dass mein zukünftiger Partner meinen Glauben respektiert und den im besten Fall auch mit mir zusammen ausleben kann. Ich freue mich schon, dass wir im Glauben auf einer Wellenlänge sind. Das heißt, dass es Leonie auch wichtig ist. Das war schon eine Erleichterung. Das hat die Möglichkeit für eine ernstere Beziehung auch geöffnet in meinem Herzen. Ich weiß ja nicht, ne? Irgendwie finde ich Werner gar nicht unsympathisch oder so, aber ich finde, er hat immer ein Talent, Sachen ein bisschen zu sachlich auszudrücken. Und irgendwie fehlt in dieser ganzen Betrachtung, finde ich, auch immer noch das Herz. Es geht immer nur darum, ob jetzt irgendwelche Kompetenzen da sind. Das ist ja fast ein bisschen, wie wenn man in der Grundschule ein Zeugnis gibt. Bei Leonie klingt das zum Glück schon etwas positiver. Also ich finde dich sehr sympathisch. Und ich finde es super, was für eine Ruhe du ausstrahlst. Dankeschön. Ja, nee, ich bin auch ganz beeindruckt mit deiner Ruhe, wie du nur die Ruhe weg hast und dein Frieden, weißt du, im Leben und auch wirklich deinen Mut, weißt du, um hier unter Fremden zu sein. Ja, ihr seid auch voll lieb, da kann man sich nur wohlfühlen. Ich genieße deine Gegenwart. Du würdest gerne weiter dich kennenlernen? Mich kennenlernen. Ja. Schön. Und wie sieht's bei dir aus? Ja. Auf jeden Fall. Schön, und das meine ich jetzt mal ganz ohne Ironie. Nur beim Thema Kennenlernen, da hatte ich so eine Assoziation, weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, in der Bibel gibt es ja häufiger mal das Wort Erkennen zwischen Mann und Frau und das meint Bumsen. Es meint halt einfach mal wieder bumsen. Aber ist ja eigentlich auch egal. Jedenfalls wollten die beiden dann jetzt noch ein bisschen Zeit zusammen genießen. Und da hat sich Werner was wirklich Schönes ausgedacht. Können wir uns Elefanten haben? Sehr cool. Ich freue mich. Gute Überraschung. Schön, das freut mich. Geil. Also Elefanten finde ich persönlich auch mega cool. Auch wenn ich interessanterweise zu den Menschen gehöre, die Elefanten wiederum nicht so sehr mögen. Ich werde das nie vergessen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich bewusst Elefanten in Hagenbecks Tierpark gesehen habe. Und irgendwie haben alle Leute die gefüttert und die Elefanten haben das auch begeistert angenommen. Außer bei mir. Und ich bin mir absolut sicher, dass ich den Elefanten vorher auch noch nie was getan habe und großer Benjamin Blümchen-Fan war und bin. Aber na gut, so ist das halt. Die beiden hatten jedenfalls viel Spaß. Das ist schon große Tiere, ne? Ja, schon. Ich fühle mich ein bisschen klein. Man ist schon ein bisschen vorsichtig, wenn so ein großes Tier neben mir ist. Ja. Man will nicht, dass sie auf dich treten, ne? Ja, musst du vorsichtig sein. Für Leonie war das dann auf jeden Fall aber ein sehr, sehr schöner Moment und sie hat die Tiere auch sehr gerne berührt. Was ich übrigens verstehen kann, weil ich finde auch, dass die sich irgendwie sehr faszinierend anfühlen. Da hat Werner definitiv was richtig gemacht. Das erste Mal einen Elefanten zu berühren, fand ich sehr interessant. Die Elefantenhaut sieht so ein bisschen aus wie so Rinde vom Baum und fühlt sich sehr hart an, aber irgendwie trotzdem geschmeidig. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Also ich genieße es voll. Ja. Zitat einer alten Bekannten von mir, Elefantenhaut ist genau wie die Haut am Sack eines Mannes. Weiß nicht, ob das jetzt exakt stimmt, aber ich wollte es auf jeden Fall mal loslassen. Und wir können jetzt ja mal gucken, was bei den beiden eigentlich am Ende rauskommt, denn die Hofwoche nähert sich jetzt dem Ende. Und da muss man natürlich emotional, finde ich, schon noch mal ein bisschen direkter werden. Also Werner, wie sieht's aus? Ich habe die Woche mit dir wirklich genossen. Wie war es denn mit dir? Was ähnlich für dich? Ja, bei mir auch. Also ich habe die Zeit allgemein hier genossen. Und ich finde es sehr schade, dass es jetzt zu Ende geht. Ja, am Anfang der Woche hätte ich mir nie vorstellen können, dass zwei Leute sich eigentlich so gut kennenlernen können, aber auch sich so gut verstehen. Ich muss sagen, ich fühle mich einfach wohl mit dir. Da ist eine Ruhe zwischen uns, die ich bis jetzt nicht erfahren habe mit irgendjemand anders. Ab und zu ist da ein Blick zwischen uns und ich glaube, dass Leonie mich auch lieb hat und möglicherweise auch etwas mehr als das. Wow. Und ich muss es einfach mal wieder loswerden. Ich finde, die Quote von Leuten, die sich mehr oder weniger verlieben, die ist bei Bauer sucht Frau einfach legendär groß. Und da kann auch Leonies Antwort auf Werners wichtigste Frage nicht überraschen. Hättest du denn Lust, um mich wiederzusehen? Wäre das etwas, das du gerne machen würdest?
Ich würde dich auch auf jeden Fall gerne wiedersehen. Würdest gerne wieder? Ich würde wiederkommen, ja, auf jeden Fall. Wiederkommen? Süß. Und tatsächlich klingt das dann im Interview von seiner Seite aus sogar noch ein bisschen positiver. Und das ist ja noch so ein Ding bei Bauersuchtfrau. Da gibt es ja eine Menge Heiraten. Vielleicht kommt dann ja bald noch eine dazu. Ganz überrascht bin ich über meine eigenen Gefühle für Leonie. Ich habe sie ganz gern mehr, als was ich dachte, wäre möglich in einer Woche. Und niemand weiß, was die Zukunft hält. Aber rein vom Bauchgefühl her könnte sie die eine für mich sein. Was ich dann noch ganz cool fand, war, dass es in dieser Folge auch immer so war, dass bei jedem Bauer nochmal gesagt wurde, ob es jetzt momentan noch so aussieht, als ob es was werden würde oder nicht. Und tatsächlich klingt Werner auch einige Wochen später noch sehr, sehr positiv. Hier war seine Videobotschaft zu dem Thema. Der Plan ist, dass wir einander wiedersehen wollen. Leonie will Ende des Jahres hier wieder besuchen kommen. Ich bin ganz dankbar über die Erfahrung mit Bauersuchtfrau. Ich bin dankbar, dass ich mich dazu beworben habe. Na gut, klingt doch eigentlich ganz positiv. Und danach wurde es sogar noch bedeutend positiver. Denn wir können ja mal nach Österreich gehen und schauen, was eigentlich so aus der Liebesbeziehung zwischen Katrin und ihrem Schweizer Marc geworden ist. Und ich bin ganz ehrlich, mit so viel Positivität hätte ich da gar nicht gerechnet. Jetzt nie für möglich gehalten, dass ich bei Bauersuchtfrau international meinen Deckel finde. Ich bin sehr glücklich und das sieht man mir wahrscheinlich an, weil ich strahle die ganze Zeit so wie ein Schilling. Witzig, dass man in Österreich wohl irgendwie sagt, man strahlt wie ein Schilling, habe ich so nämlich noch nie gehört. In Deutschland sagt man ja gerne, man strahlt wie ein Honigkuchenpferd. Und als Vorbereitung auf dieses Video habe ich mal geguckt, wo das Sprichwort eigentlich herkommt, weil ich das immer ein bisschen komisch fand. Und dann habe ich herausgefunden, dass Honigkuchenpferde auch eine Bezeichnung für etwas eingeschränkte Menschen ist und insofern eine Behindertenbeleidigung. Und jetzt finde ich das Wort gar nicht mehr so toll, obwohl ich das vorher immer mochte. Wisst ihr was, wir gucken lieber wieder in die Folge, die ist nämlich wesentlich angenehmer. Und ich glaube, Katrin ist wirklich mal so richtig knallhart verliebt. Wir haben uns seitdem schon 5-mal gesehen, aber es ist immer wirklich eine längere Zeit, was wir dann zusammen sind. Man hat sich immer wieder ein bisschen ein Stück genähert. Ja, es ist der Rest, den sieht man mir wahrscheinlich eh an. Das ist aber schon irgendwie cool, oder? Weil ich fand, Katrin war am Anfang immer so ein kleines bisschen distanziert und Marc war auch so ein kleines bisschen distanziert. Und ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das so ein bisschen komisch gesagt habe, aber davon ist auf jeden Fall nichts mehr übrig. Und die beiden begrüßen sich auch ganz lieb und ich gönn's ihnen von Herzen. Hallo Schatz! Hallo, bist du schon da? Ja, endlich! Super! Hi! Bist du gut gefahren? Hallo! Schon bei der Hofwoche hatte ich Gefühle für Katrin. Dann wurden die Gefühle eigentlich immer stärker. Ich habe einfach gemerkt, dass ich gerne mit ihr Zeit verbringe und dass sie mir gut tut. Wir sind ein Paar, wir sind verliebt, glücklich zusammen und genießen es, ja. Och, das ist aber wirklich schön. Und das hat er auch lieb gesagt. Und Katrin sagt das sogar noch auf eine etwas schönere Weise. Und auch hier muss ich nochmal sagen, ne? Also die Quote von Bauersuchtfrau, was Verlieben und Heiraten angeht, die ist so hoch, dass ich mir manchmal wünschen würde, die bringen eine Dating-App raus. Weil ich glaube, dann hätten wir in Deutschland bald gar keine Singles mehr. Und in Österreich und in der Schweiz natürlich auch nicht. Sobald ich bei ihm in seiner Nähe bin, ist es einfach ein wunderschönes Gefühl. Ich freue mich immer schon so extrem, dass ich ihn wieder sieht, dass ich ihn umarmen kann und einfach die Zeit mit ihm zusammen genießen können. Und apropos Zeit zusammen genießen, könnte man ja argumentieren, naja, die sehen sich ja manchmal wochenlang nicht. Vielleicht ist es dann, wenn die doch länger Zeit miteinander verbringen, gar nicht mehr so positiv. Dazu passend hat Katrin allerdings ein Geschenk mitgebracht, das sozusagen das Gegenteil beweist. Denn eine ganz große Beziehungsprobe haben die beiden schon durchgestanden. Oh, sehr schön. Dann jetzt die Bilder von unserem ersten Urlaub. Sind sehr schön. Ja, die Bilder auf der Leinwand waren ja von Gran Canaria, von unserem ersten gemeinsamen Urlaub. Es war sicher eine Beziehungsprobe, weil wir uns ja sonst nicht so viel sehen. Aber wir hatten es beide super miteinander. Hatten Spaß. Klingt wirklich absolut super und positiv. Und auch Inka Bause wollte sich davon nochmal ein Bild machen. Deswegen war sie auch eingeladen und hat fleißig Kuchen gegessen. Und Marc hat nochmal ganz deutlich davon gesprochen, dass er seine Zukunft auf jeden Fall an Katrins Seite sieht. Während im Hintergrund übrigens die Lego Titanic war. Geiles Set, hätte ich auch gerne irgendwann nochmal. Ist aber ganz schön teuer, muss man glaube ich Schweizer für sein. Das wollte ich jetzt gerade fragen, ihr redet wirklich schon über Zusammenziehen. Ist das schon klar, dass du deine Heimat verlässt für die Katrin, für die Liebe? Ja, wenn es passt, wieso nicht, ja. Krass. Und dann haben die beiden auch schon über Familienplanung und so gesprochen. Und hier muss man wirklich, wirklich mal sagen,
absolut perfektes 110% Happy End. Also ich habe ja schon so Kinder gehört, Hochzeit. Also ich freue mich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, diese guten Nachrichten möchte ich jetzt sofort ein Stück Möhrenkuchen essen. Ja, gerne. Wahnsinn. Aber eigentlich kann das doch jetzt nicht überall so positiv weitergehen, oder? Wisst ihr was? Wir bleiben am besten mal direkt in Österreich und gucken mal, wie es bei Johannes so aussieht. Der mit seinem Herzbuben jetzt weiter bei der Familie so durcharbeitet. Denn er hat auch noch einen Bruder. Und mit dem machen sie jetzt so Kass-Press-Knödel, glaube ich, heißen die Dinger. Sicherlich schreiben jetzt von euch wieder ganz viele hasserfüllt in die Kommentare, dass ich das falsch verstanden habe. Und ehrlich gesagt habt ihr auch recht. Aber das klappt auf jeden Fall ziemlich gut. So, da. Geht schon. Ja, der kann schon kneten. Ich hoffe, er kann mal gut massieren oder so. Mir ein wenig durchkneten. Du kannst auf jeden Fall den Physiotherapeuten für deine Pferde sparen. Von Florian, mein erster Eindruck ist, er ist ein sehr lustiger Bursch. Ich verstehe mich recht gut mit ihm. Und ich glaube, dass die zwei recht gut zusammenpassen. Klingt sehr positiv. Allerdings gehört dazu natürlich auch, dass man Dinge im Leben gemeinsam tut. Wie zum Beispiel diese komischen Knödel frittieren. Was ich übrigens unfair fand, weil ich heute schon wieder den ganzen Tag keine Zeit hatte, was zu essen und echt Hunger habe. Dann dürfen Sie schwimmen lernen. Sprudeln. Gehst du eigentlich gern schwimmen, weil ich gerade schwimmen gesagt habe? Ja, also ich gehe echt gern schwimmen, ja. Jetzt nicht im Fett, aber im Schwimmbad oder im See bei uns, also bin ich immer gern drin. Okay, aber ihr merkt es vielleicht schon, irgendwie sind die beiden Herren ein bisschen mehr aufeinander konzentriert als auf das Essen. Und deswegen kommt es zu einem echten Desaster. Das kostet diesen riesigen Pferdehof jetzt bestimmt mindestens 0,000004% seines Jahreseinkommens. Schauen doch lecker aus, unsere ersten Kasper-Knödel. Stimmt, unsere erste Produktion da. Schauen wir mal, was wir sind. Ah, Scheiße. Wir hätten die ein bisschen schütteln müssen, dass sie anpicken. Das heißt, unsere ersten Kasper-Knödel sind einmal verkackt. Ach, ist ja aber eigentlich gar nicht so schlimm. Und es gibt ja auch noch andere Arbeit zu tun. So zum Beispiel noch ein Wellness-Programm für die Pferde. Und da kann ich wieder mit Fug und Recht sagen, dass ich das noch nie gesehen habe, aber ziemlich cool finde. So, ja, es tut ja einfach gut in den Pferden und jetzt kriegt er ein bisschen Wellness, dann geht's immer wieder gut. Pferde-Wellness und Beauty-Tag, das ist sowas, gibt es schon cool. Aber mal so ganz grundsätzlich muss man wirklich sagen, ich glaube auch zwischen den beiden hat es richtig gefunkt. Denn noch im Laufe der Hofwoche treffen die beiden eine Entscheidung, dass Florian jetzt nämlich woanders wohnt, das braucht es nicht mehr. Florian zieht jetzt dann zu mir ins Zimmer ein und ich hoffe, er kriegt sein ganzes Gewand ein, weil er ist ein Modedesigner, der wird dafür mit haben. Und dann freuen wir auf die erste gemeinsame Nacht bei mir im Zimmer. Ja, und dass das jetzt nicht nur eine Bettgeschichte ist zwischen den beiden, ich glaube, das wurde dann auch kurz darauf nochmal sehr, sehr deutlich. Johannes hat nämlich ein sehr romantisches Geschenk für seinen Florian vorbereitet. Und auch hier muss ich schon wieder sagen, ne? Geile Trefferquote und die sind echt ganz niedlich zusammen. Schau, eine kleine Überraschung. Mei. Und siehst du, was oben steht? Baba, such den Mann. Ja. Das ist süß. Jetzt habe ich ja meinen Mann gefunden. Ja, dann brauchen wir Sucht nochmal. Danke, danke. Bitteschön. Der Flo ist schon mein Traummann. Ja, das muss man schon noch mal finden. Also, da kommt so schnell keiner mehr dran, glaube ich. Naja, gut, aber Traummann. Ich meine, man könnte jetzt ja hier wirklich noch argumentieren, dass die beiden noch sehr jung sind und noch gar nicht die Zeit hatten, sich jetzt wirklich dafür zu entschließen, ihr Leben miteinander zu verbringen. Aber auch bei den beiden gab es eine Videobotschaft und die war auch schon wieder mega positiv. Hallo meine Lieben, so, ich melde mich von mir aus der Küche mit riesengroßen Neuigkeiten-News. Und zwar ist heute der Tag der Tage, der Florian zieht zu mir, jetzt nach 4 Monaten schon. Und ja, jetzt warte ich auf ihn und habe Blumen besorgt und eine Schokolade für zärtliche Momente. So, wer ist denn da? Na, hi. Schön, jetzt gibt's aber am Ende dann doch mal nicht ganz so positive Botschaften. Ihr erinnert euch ja bestimmt auch noch an Emil und Susanne, bei denen ich am Anfang irgendwie ein komisches Gefühl hatte, aber am Ende mir auch gedacht habe, Mensch, die passen ja doch wohl richtig gut zusammen. Aber als Emil dann befragt wurde, ob er Susanne dann eigentlich später nochmal wiedergesehen hat, war seine Antwort diese hier. Nach der Mauwoche, ich habe viel geredet auf WhatsApp, Sprachnachricht, ein Video gemacht. Ich wollte Susanne besuchen gehen. Aber dann mit der Pflanzerei war da leider Probleme, da war keine Regeln, wir mussten hier sitzen und warten. Dann habe ich jetzt leider keine Zeit gehabt, um noch diesen Besuch an Susanne
ja, zu organisiert. Das klingt jetzt aber irgendwie ein bisschen komisch und so, als hätte er da ein bisschen was ausgelassen. Deswegen hat es sich Inka natürlich nicht nehmen lassen, nochmal gratis Urlaub auf Kosten von RTL. Ich meine nochmal zu Emil zu reisen, um das ganz genau herauszufinden. Aber die Antwort blieb ungefähr dieselbe. Susanne ist dann zurück, ja? Und dann fängt das normale Routine wieder der an. Ne? Der Alltag. Ja, genau. Ja. Dann muss ich auch sagen, wir hatten eine schwierige Zeit die letzten paar Monate gehabt. Mit war kein Regen, wir haben trocken gepflanzt. Und das kommt dann alles so auf mir hin. Ja, ich finde, da hat die Emmy jetzt aber ein bisschen drumherum geredet, dass es zwischen den beiden dann vielleicht am Ende einfach nicht genug gefunkt hat, als dass man versucht hätte, da jetzt wirklich eine Fernbeziehung draus zu stricken. Was ein bisschen schade ist. Aber gut, Emil ist ein erwachsener Mann und seiner folgenden Aussage kann man natürlich trotzdem nur zustimmen. Ich freue mich, dass ich Susanne kennengelernt habe. Aber Susanne und ich bin nicht zusammen, wir sind kein Paar. Ne? Der Abstand, Susanne, dieses 3000 oder 4000 Kilometer, wie viel, aber spielt doch eine Rolle. Genau, und deswegen hat Emil am Ende auch eine Entscheidung getroffen, die, glaube ich, für Susanne sich vielleicht nicht so gut anfühlen wird. Weil das jetzt nichts war, hat er erstmal gesagt, er lässt es mit den Frauen ganz. Naja, das vielleicht nicht, aber zumindest so ähnlich. Ich bin jetzt erstmal ganz glücklich hier. Auf mein eigenes Ziel hier so und mit meiner Hunde und alles. Und ich bin nicht jetzt mehr offen für eine Frau. Irgendwie echt ein bisschen schade. Aber na gut, kein Problem. Wir können ja mal in Argentinien weiterschauen, wie es da eigentlich so aussieht. Und die Geschichte ist ja sowieso noch gar nicht zu Ende erzählt. Denn Lisa ist ja auch noch auf dem Hof von Easy. Aber da muss sich eine Sache jetzt dringend ändern. Ich wollte dich fragen, ob ich dich beschneiden darf. Ja, hast du schon alles bereit? Ja. Ich kann nicht Nein sagen. Nee, weil ich finde, du siehst ein bisschen unmöglich aus. Ach so. So ein bisschen haarig. Ach so, er soll also beschnitten werden, weil er unmöglich aussieht. Lisa hat manchmal wirklich eine Variante, Sachen nicht ganz so positiv auszudrücken, würde ich mal sagen. Aber immerhin versucht sie es dann im Interview mit RTL nochmal, macht es aber wieder nicht besser. Easy gefällt mir sehr gut und ich würde nichts an ihn verändern. Ja, außer vielleicht seine Haare schneiden. Weil ich finde, das muss ein bisschen ordentlicher sein. Man muss gepflegt sein. Na gut, ich fand ihn jetzt vorher auch nicht krass ungepflegt, aber das ist natürlich auch meine persönliche Ansichtssache. Jedenfalls hat Lisa sich, glaube ich, dann echt ganz gut angestellt. Ist nur natürlich nur die Frage, ob er jetzt mit dem Ergebnis auch zufrieden ist. Denn er hat später im Interview nochmal ganz deutlich gesagt, er ist schon ziemlich eitel. Möchtest du in die Hand halten? Ja. Nehmen? Nein! Hey! Ja, nur ein Bit. So schön. Oh, gefällt mir. Ja? Sieht viel besser. Du hast eine sehr gute Arbeit gemacht. Irgendwie immer ganz süß bei den beiden, aber ich habe am Ende des Tages auch immer noch das Gefühl, dass die nicht so richtig gut zusammenpassen. Aber okay, gehen wir mal weiter, denn die beiden haben auch ein bisschen Hofarbeit zusammen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erwähnt habe. Easy baut auf seinem Hof nämlich primär Wein an und der muss natürlich irgendwann auch mal abgefüllt werden. Und da hat Lisa durchaus ein gewisses Interesse dran. Wobei ich auch glaube, es geht eher um den Inhalt der Flaschen. Die Flasche zu abfüllen ist eigentlich sehr einfach. Mhm. Du musst nur hier dran die Flasche. Und wie voll machst du das jetzt? Bis zu hier. Und dann? Du sollst achten und noch ein bisschen. Okay. Ja, prima. Sieht doch eigentlich gar nicht so schwer aus. Jetzt kommt es nur darauf an, dass Lisa das auch kann. Und das kann sie tatsächlich. Allerdings benennt sie es danach ein bisschen komisch. Und ich spare mir heute ausnahmsweise mal die schlechten doppeldeutigen Witze. Wassermarsch. Ich kann mich direkt einstellen hier. Für mich war es wie Kühe melken. Also finde ich ganz cool, Wein melken. Könnte ich mich dran gewöhnen. Das war die letzte. Schön super gemacht. Ah, danke für deine Hilfe. Bitte schön, gerne. Ah, das war ein bisschen schlimm. Ich fand das echt richtig spannend, dass ich das mal miterleben durfte. Das war mir echt eine Ehre. Wein melken also, alles klar. Den Vergleich fand ich jetzt nicht so naheliegend, aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Danach wurde zwischen den beiden aber tatsächlich noch ein bisschen romantisch. Denn wir haben ja schon gehört, Easy spielt Akkordeon und er hat ja durchaus ein Talent für die deutsche Sprache. Und das zusammengenommen ergibt dann, ich glaube, es ist ein Heino-Song. Ich bin schon seit Tagen verliebt in Rosamunde. Das fand ich sehr, sehr romantisch von ihm und sehr süß, die Geste. Ich fand das richtig klasse. Also ich habe das noch nie erlebt, dass das ein Mann überhaupt gemacht hat für mich. Und die Schmetterlinge kamen dann so langsam auf. Hier habe ich übrigens mal eine Frage an dich. Magst du Akkordeon? Also ich persönlich finde es tatsächlich gar nicht so übel. Ich finde es ein ganz interessantes Instrument. Aber auch eines, was ich jetzt nicht unbedingt als sehr
melodisch schön empfinde. Aber ist wahrscheinlich am Ende des Tages auch immer Geschmackssache. Aber wie auch immer, es ging dann nochmal so ein bisschen darum, was die beiden dann noch so zusammen gemacht haben. Und Izzy hat ein bisschen durchblicken lassen, warum er sich eigentlich für Lisa entschieden hat. Das Auge ist mit, könnte man auch sagen. Wenn ich habe sie gesehen, ihre schöne Figur war melodisch, muss ich sagen. Und ja, es war gut. Ja, noch erotischer war da nur die Zeit, die die beiden dann gemeinsam im Pool genossen haben. Und da kam man sich tatsächlich ein bisschen näher, auch verbal. Und auch hier scheint es irgendwie schon wieder gefunkt zu haben. Und was sagst du zu mir? So, was, wie findest du mich? Wie, was sagst du? Also jetzt vom Kennenlernen her. Du bist sehr süß. Du bist lustig. Du bist spontan. Du bist ja, extravagant. Mhm. Ja. Dann ich mag dich. Ich mag dich auch. Ja? Ja. Klingt positiv, aber es gab keinen Kuss und mögen bedarf ja durchaus noch einer gewissen Interpretation. Aber dass Izzy seine Lisa wirklich sehr mag, das merkte man dann am Abend, denn da hat er noch was ganz Romantisches vorbereitet und die beiden sind sich nochmal näher gekommen. Surprise! Darf ich die Augen öffnen? Ja. Danke, dass du das so schön gemacht hast. Klingt so romantisch. Mhm. Ja. Und du machst das. Ich mag das. Auf die Romantik. Auf die Romantik. Und auf uns. Ja, auf uns. Auf jeden Fall. Schön. Aber auch an diesem Abend gab es dann wieder keinen Kuss. Und am nächsten Morgen war die Hofwoche vorbei und man musste sich verabschieden. Und da gab es dann endlich die erste Lippenberührung. Das war richtig schön. Ja, so finde ich auch. Ich habe nicht erwartet. Ist sehr besonders für mich. Ich möchte dich auf jeden Fall wiedersehen. Ich auch. Und viele haben ja Lisa, nicht so sehr in meinen Kommentaren übrigens, ihr seid da immer sehr, sehr nett und respektvoll, aber halt in anderen Kommentaren, gerade auf Instagram vorgeworfen, sie wäre jetzt wirklich nur für die Sendezeit da. Den Eindruck hatte ich am Ende auf jeden Fall nicht mehr. Ich glaube, sie war schon wirklich ergriffen. So ein schönes Erlebnis hatte ich noch nie in meinem Leben. Und ich werde es auch niemals vergessen. Das bedeutet mir echt sehr viel. Ich habe ihn echt sehr lieb gewonnen in der Woche. Jetzt hast du rote Lippen. Ja. Ja. Okay, und das klingt jetzt alles super, aber ich bin ehrlich, ne, hier war ich mega gespannt auf die Auflösung ein paar Wochen später, ob die beiden jetzt was versucht haben oder nicht oder wie auch immer. Und ich würde sagen, in jederlei Hinsicht hat die Nachricht dazu überrascht. Nach der Hofwoche waren Lisa und ich ein Paar. Wir haben täglich geschrieben und telefoniert, aber leider wir haben gemerkt, dass wir haben nicht die gleichen Interessen. Wir haben uns getrennt, aber man weiß nie, wo Liebe zu finden ist. So, ich warte noch auf der Richtige. Also, dass die beiden wirklich ein Paar waren? Ja, das ist für mich auf jeden Fall echt eine Überraschung. Aber na gut. Dann ganz am Ende der Sendung musste jetzt natürlich noch aufgeklärt werden, wie war es denn jetzt mit den Paaren, die in dieser Folge sonst nicht mehr vorgekommen sind? Also zum Beispiel, wie sieht es bei Tom und Astrid aus? Die Astrid und ich, wir lernen uns langsam besser kennen. Sie war im Februar wieder hier für 3 Wochen und wir telefonieren jeden Tag. Ich bin Bauersuchtfrau. Sehr, sehr dankbar, dass ich einen Mann fürs Leben gefunden habe. Mann fürs Leben? Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Die Dienstmagd fürs Leben, die hatte ja Karl-Heinz bisher noch nicht gefunden. Aber auch er arbeitet immer noch intensiv dran. Nach der Hofwoche ging es dann weiter. Da habe ich Conny kontaktiert, die ich aber unerklärlicherweise nicht genommen habe. Wir telefonieren oder schreiben uns fast täglich und das ist schon sehr schön. Gut, dann fehlt jetzt nur noch einer und bei dem war ich auch ganz gespannt, nämlich Heiko. Und der hatte leider nicht so positive Botschaften zu verkünden. Dafür hatte er aber immerhin ein geiles Hemd an, wenigstens etwas. Heiko und Basti kamen sich am Ende der Hofwoche langsam näher, aber... Leider habe ich mit Basti keinen Kontakt mehr und mein Beziehungsstatus ist leider wie vorher, dass ich alleine bin und mein I-Punkt fehlt. Na gut, so ist es halt manchmal. Und das war es dann leider nicht nur für diese Folge, sondern auch für diese Staffel. Ich hoffe natürlich, du hattest mindestens genauso viel Spaß wie ich. Und wenn du generell Lust auf mehr Bauersucht Frau hast, dann würde ich mich jetzt noch sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Denn Richtung Oktober, November wahrscheinlich, geht's dann ja auch wieder mit der richtigen normalen Staffel los. Und ich habe mega Bock. Und ich hoffe, du bist wieder dabei. Dann wäre es natürlich cool, wie gesagt, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wir gucken demnächst bestimmt auch mal in die neuen Bauern. Die müssten dann nämlich auch wieder vorgestellt werden. Und ja, das müssen wir sowieso alles zusammen machen, denn sonst müssen wir jetzt nochmal intensiv darüber nachdenken, ob Elefantenhaut und die Haut von, ach, du weißt schon.